Bei einem Text interessiert mich als Leser natürlich der Inhalt. Und die Kunst des Autors besteht darin, diesen Inhalt gut und interessant darzustellen. Jetzt schauen wir uns das doch mal genauer an. Wie sorgt der Autor dafür, dass seine Absicht verwirklicht wird? Wo wird er konkreter? Wo schaut er hinein in die Gefühle und Gedanken der Person? Wo ist er eher allgemein? Wo kommt er vom Allgemeinen ins Besondere? Und wo abstrahiert er? Wir schauen uns jetzt mal einige sprachliche Mittel an, die wir für die Sachtextanalyse brauchen. Und zwar tun wir das anhand von einem journalistischen Text, einem sogenannten Feature namens Identitätsdiebstahl, die unsichtbare Dritte. In Daniela Kurs Feature über Identitätsdiebstahl ist unser Teleobjektiv auf einen speziellen Fall gerichtet, den Paketboten Peter Siebert. Er ist sozusagen zum Opfer geworden. Die Hausbank von Herrn Siebert kündigt sowohl die Kreditkarte als auch den Dispo-Kredit in Höhe von 1.500 Euro mit sofortiger Wirkung und verlangt die sofortige Rücksendung der Karte. In seiner Ratlosigkeit telefoniert Siebert mit seiner Bank und die legt ihm nahe, bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa nachzufragen, die ihn online über 379 Euro Schulden bei einem Online-Händler informiert, von dem er nichts weiß. Kleider und Wäsche sind an ihn an eine ihm unbekannte Adresse geliefert worden. Vom Amtsgericht Hamburg erfährt Siebert vom Vollstreckungsbescheid. Drei Anwälte sagen ihm, dass er wegen des negativen Schufa-Eintrags zur Vorkasse verpflichtet ist. Und da Siebert diesen Anspruch nicht erfüllen kann und von weiteren Einkäufen auf seinen Namen erfährt, schaltet er die Polizei ein. Damit diese ermitteln kann, schickt er Kopien der Bestellungen, Rechnungen, Mahnungen dorthin. Es stellt sich heraus, dass Siebert die Täterin von früher kannte. Aber da sie Privatinsolvenz angemeldet hat, wird sein Verlust nicht erstattet. In ihrem Feature nutzt die Journalistin Daniela Kur folgende sprachliche Mittel, um die Geschichte so zu erzählen, dass der Leser berührt ist und dass die Geschichte glaubwürdig ist. Sie erzählt einen konkreten Fall. Sie zitiert Siebert, das heißt also, sie lässt ihn zu Wort kommen, und sie zitiert auch die Bank, die Anwälte und das Amtsgericht Hamburg. Sie geht ins Detail, verwendet oft mehrere Einzelheiten auf einmal. Sie konkretisiert durch Aufzählungen und Anhäufungen. Sie gibt Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt von Siebert. Sie wiederholt eine zentrale Frage des Identitätsdiebstahls. Dann vergrößert Daniela Kur die Perspektive und verallgemeinert die Geschichte, sodass klar wird, jedem von uns kann das passieren. Sie sieht von Sieberts persönlicher Geschichte ab und abstrahiert. Damit diese Geschichte glaubwürdig wirkt und die Leser auch berührt, nutzt die Autorin folgende sprachliche Mittel. Die Aufzählung oder Häufung, den bildlichen Ausdruck, also das sprachliche Bild, die Innenansicht, verschiedene Redensarten und Wiederholungen. Außerdem zitiert Daniela Kur die Hausbank, ebenso wie Siebert selbst und seine Versandhändler. Tja, und mit diesen sprachlichen Hilfsmitteln gelingt es ihr, folgende Funktionen in ihrem Text zu erreichen. Sie schildert anschaulich und einfühlsam. Und damit bleibt sie für den Leser nachvollziehbar. Indem die Journalistin Daniela Kur Peter Siebert selbst zu Wort kommen lässt, ihn also zitiert, erhält sie mehr Glaubwürdigkeit bei den Lesern. Zum Beispiel lässt sie ihn sagen, mein Lebtag habe ich noch keine Schulden gemacht, die ich nicht pünktlich zurückgezahlt hätte. Und sie zitiert auch aus dem Brief von Sieberts Hausbank. Man sei in seinem Fall leider zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ihren Dispo-Kredit aufheben müssen. Und, das ist nicht alles, sie zitiert auch seine Anwälte. Alle drei sagten, dass sein Fall wirklich sehr bedauerlich sei. Sie gibt den Lesern also Einblick in Sieberts Gefühle und Gedanken. Ihm war zum Verzweifeln zumute. Wie sollte er jemals aus dieser Situation wieder rauskommen und den Schufa-Eintrag loswerden? Was ihn die ganze Zeit überwurmte und oft um den Schlaf brachte, war der Gedanke, dass ich gar nichts gemacht hatte, völlig unbeteiligt war und doch auf einmal meine Unschuld beweisen musste. Und schließlich kritisiert die Autorin Daniela Kur auch noch das Versagen der Institution. Entschuldigung, wenn man versucht herauszufinden, wer hier versagt hat, dann wird es schwierig. Tatsache ist, dass es in der gesamten Kette der Beteiligten niemand für nötig hielt, wenigstens einmal zu überprüfen, ob der Mann, an den sie ihr dauernd Waren, Mahnungen, Rechnungen senden, auch tatsächlich da wohnt, wo sie ihre Sachen hinschickten. Habt ihr gemerkt? Sie verwendet die Metapher Kette, um zu zeigen, wie die beteiligten Einrichtungen einander gleichen und ineinander greifen.
So, wir schwingen uns also auf und schauen uns den Artikel mal von ganz oben an. Du wirst sehen, so schwer ist es gar nicht. Wir kommen deiner Sachtextanalyse immer näher.